Welcome to the LPGC mit Frankie und Ishimuro und Kritzeleien auf Anzügen. Yay! Und ja, die Kinder, die das darauf gemalt haben, waren sehr glücklich, dass wir ihnen die Chance gegeben haben, es darauf zu malen. Wir sind in den Kindergarten gegangen und haben gesagt, wollt ihr mal was malen? Wir haben hier... Oh, ich kann aussuchen, wo wir hinfahren. Eins, zwei oder... Ach, ich darf nur eins oder zwei auswählen. Wäre ja auch zu schön gewesen, einfach sich aussuchen zu dürfen, wo man hin möchte. Mal gucken, was hier abgeht auf der Terra Nova. War hier nicht der Kindergarten? Entschuldigung. Nein, diese Kinder waren ganz lieb und haben sich sehr viel Mühe gegeben. Manche nennen es auch Designer, aber hey, wir nennen sie Kindergartenkinder. Oh, jetzt wird mir wahrscheinlich jedes Spiel gestrichen, dass ich jemand spielen dürfte. Nee, obwohl, wenn sie so eine kaputte Köpfe haben, sind sie, glaube ich, schon richtig kaputt. Nur in case. Wo? What the fuck? Co-op GIF. Press Tab und select Items to share. Ja, das... Ich hab dich ja vorhin schon mal geheilt, das weiß ich. Achtung, Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Das sieht nach Kommandobrücke aus. Erstmal hören, was hier abgeht. Alle bereithalten für drei. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Bert. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Geil. Wow, ruhig, Brauner. Hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind. Willkommen am Arsch des Universums. Okay, Leute, Beeilung jetzt. Sikorsky, du rufst Admiral Graves. Kettle, du meldest dich bei Cargo ab. Und jetzt deine Show. Setzen wir die Schiffe ab. Aufnahme Ende. Das Love Boat ist angekommen. Hast Und du was auch haben wir gefunden? Ja? Artefakt gefunden? Ja. Gut. Ich hab's mir auch durchgelesen kurz. Also es wurde ein Scout-Team runtergeschickt, sie haben einen merkwürdigen Berg gefunden. Und irgendwie hat das Scout-Team Kopfschmerzen bekommen bei Rückkehr. I wonder. Und da ist ein Textlog, das gucken wir uns auch schnell an. Vom Admiral nach... Ey, jetzt hast du es kaputt gemacht. Oh, das kenne ich ja noch aus dem... Ja, kriegst du das wenigstens hin? Ich will, dass du einen Schlag kriegst. Hatschi! Ich bin Profi in dieser Sache hier. Zack, hast du das gesehen? Ah! Nein, hab ich nicht. Alsek hier. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich in die Air-Section. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na klar. Das kriegen wir hin. Die Air-Section vom Schiff? Was hat er bei dir gesagt? What the? Ja, ist ja Schrock. Ich stand ja vor, du Sack. Ja. Kann man eine Runde Pinball spielen? Nein. Mit Chinese bestimmt. Geht halt schon. Leiter vom Partner, aha. Tu ich gar nicht, ich steh voll weit weg. Du kannst auch runter sprinten von der Leiter da, ne? Jetzt? Ja, dann läufst du schneller. Oh, werfen! Yes! Boom! So, links oder rechts? Ne, ich will erstmal hier lang gucken, was hier abgeht. Jetzt sagt er wieder gleich, geh in die richtige Richtung, du Depp. Ah, wir wurden belohnt mit einer hydraulischen Engine. What the hell? Ich muss sagen, ich würde das Spiel nicht. Also, ich spiele es sehr gerne im Koop, weil man sich da doch ein bisschen helfen kann. Vor allem dieses Koop wiederbeleben natürlich. What the fuck? Vor allem auf diesem Schwierigkeitsgrad sehr vorteilhaft. Hydraulikantrieb. Mal kurz Inventar aufräumen. Ich sprinte die Leiter runter. Nee. Achso, das war. Wow, ich brauch dich. Darf ich kurz den Hydraulikantrieb? Seht das, Leute, die er nicht im Stich lässt, ja? Wo ist der dritte hin? Oh, hinter dir. Was hast du davon? So, der war einmal. Oh, kann man hier hoch? Hinter dir, hinter dir! Die Musik geht gerade voll ab. Ich hab vergessen, die Musik. Habt ihr wieder ein bisschen mehr Zeit? Beschützt uns kurz, wir haben nicht die Uhrstelle.
super vorbereitet. Wie immer. So, da geht's runter, aber hier leuchtet was. Achso, es war nur. War nur normales Geleuchte. Oh! Jetzt bist du mal vor mir. Oh nein. Wow. Oh. Ein alter Sucherbot. Könnte noch nützlich sein. Süß! What the fuck? Wie hast du jetzt so ein Ding und ich nicht? Okay, Sucherbot. Achso, ich auch. Oh, wie süß! Und Deploy. Na, los, mein Kleiner. Find was Schönes. Die erinnern mich aber hart an Republic Commando, an die bösen Roboter, die einem die Köpfe abreißen. Irgendwie. Er sucht was. Der scannt. Ja, du musst. Guck mal, du musst ihn erst irgendwo nah hinbringen und dann. Jetzt, guck mal, er hat was gefunden hier. Jetzt lege ich ihn hin. Jetzt macht er was Sinnvolles. Wie sammle ich ihn wieder ein? Weiß ich nicht. Ah, okay, er läuft gerade von selbst. Und da flitzt er los. Ich habe meinen genau vor so einem Ding abgesetzt, wo es geblinkt hat. Meiner fährt jetzt hier rum. Habe ich noch mehr davon? Ich glaube, ich habe meinen einzigen davon verbraucht. Dreh zum Kreis. Ah, ich blockiere ihn. Okay. Gut. B. Guck mal, meiner geht ab. Woo! Jetzt kommt einer dazu. Bettet euch. Sich jetzt. Ey, ich habe dich doch da abgesetzt, du Depp. Meiner ey. Fährt woanders hin. Okay, wir sollten uns nicht. Ich glaube, das sind nur so die kleine. Ich glaube, die haben wir zu früh abgesetzt. Wir hätten die halt noch viel später machen müssen. Ja. Egal. Okay, wo geht's lang? Da geht's lang. Ich nehme mal die Flasche mit. Man weiß nie, was man. Ich nehme dein Bot mit. Geht nicht. Dein Bot ist gerade einfach verschwunden übrigens. Ich habe das Gefühl, du hast die Flasche gerade nicht sehr effektiv. What the hell hinter mir? Oh. Schon wieder so ein Ding, das nur aus Rippen besteht. Übrigens, die Bots haben sich aufgelöst. Ja, man kann die mit drei neu setzen dann. Oder auch nicht. Nein. Man hat nur einen. Und wir haben ihn glaube ich, an der sinnlosen Stelle ever verbraucht. Oh. Und es ist die Einzel. Er ist explodiert. Lad nach. Explodier Einzel. Explodiert. Hinter dir. Ah, explodier Einzel. Run. Forest run. Boris! Vor! Verdammt hartnäckig. Wie? Wo ist man eben? Ich find's cool. Ich finde dieses Design sehr cool vom Dead Space. Also, dass der Name so drüber eingeblendet wird in diesen coolen Dead Space-Motiven. Und dass ansonsten kaum Interface da ist, das finde ich sehr stimmungsvoll. Stimmig? Ich denke mal, das macht auch das Spiel einfach aus. Im ersten Teil besonders. Eine Bench! Oh nein! Oh, sehen die eklig aus. Jetzt voll mit der Schotze rauf. Ich glaube, ich hab's nicht. Du so regelt man das. Like a Bounce. Hier ist ein Textlock. Dann nimm's halt auf, damit ich es lesen kann. Du siehst so ähnlich. Du musst es auch zusammenfassen, so wie ich. Sonst darfst du nicht aufnehmen, wenn du nicht zusammenfasst. Oh nein! Ein Schuss, zwei Schuss, drei Schuss, vier Schuss, fünf Schuss, sechs Schuss. Okay, sechs Schuss und fünf Leute fertig. Also es geht darum, dass jemand gewisse geheime Infos weiterverbreitet, ohne dessen Erlaubnis. Und ja, die zwei unterhalten sich darüber. So wie Tipps in Sachen Beziehung? Nee, die würdest du brauchen. Da hinten ist eine Workbench und ich habe sehr viele Upgrades für meine Waffe, also. Ja, aber wir können es den Leuten nicht antun. What the hell? Oh, das ist so groß, der lässt die Kleinen raus. Wenn wir nicht okay. So gut zu rechtzeitig. Ein Schuss. Noch ein großer. Und ganz viele kleine Scheiße. What the hell? Ah, oh, die sind jetzt gleich raus da. Ich drück C. Und ihr seid langsam, ihr Bitches. Dampfen. Dampfen. Schütteln. Dampfen. Hilfe. Du solltest da wegkommen, der dich noch was. Ah, ich muss mich die ganze Zeit schütteln von den Viechern. Ah! Wow. Bench, Bench. Na, wir können ja die Bench machen und es rausschneiden. Kannst du das? Nee. Okay. Dann machen wir es nicht.
Ich könnte an die Bench gehen und das rausschmeißen. Hier ist so ein Upgrade, Platine. Ein Reload und Damage! Oh, die mache ich mir nachher in meine Shots rein. Kannst du mal wissen. So, viele grüne Sachen. Wow! Weg! Ah! 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 Hilfe! Mashen! Mashen! Muss mashen! Muss mashen! Aufs Maul! Ja, teile dich halt in zwei wieder, wie immer. Hä, ich krieg von irgendwas Schaden. Am Boden sind keine Dinger. Entschärft. Wie viel Leben habe ich noch? Vielleicht sollte man das mal Auge behalten. Oh, massig! Was ist das Merkwürdiges, was ich dabei habe? Ich habe eine Telemetry Spike. Oh, ich habe neue Waffen gefunden. Ein Melee-Tool? Oh yeah! Kann ich das ausrüsten? Was hast du? Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Wieso? Ich bin der Ingenieur. Du machst nicht einfach irgendwas kaputt. Ich hab nichts kaputt, ich hab eh gedrückt. Ja. Na und? Koop hier. Sei nicht so egoistisch. Ich bin eisig. Na und? Du schießt? Ich denke. Na, das dann führt du uns in den Tod, ey. Das sehe ich jetzt schon. Guck mal, kaum hast du was angerührt, ist kaputt gegangen. Ah, da. Nein, muss ich schütteln. Stampfen. Schütteln. Stampfen. So viel zu. Schütteln. Irgendwer schreit. Wow! Holy! Ich muss. Ich hab ein ganzes Magazin reingesetzt. Lad auf deine Waffe. Wow. Alter. Fuck. Im ersten Teil habe ich die immer mit einem Sprengfass fertig gemacht. Ich weiß nicht, wer das Sprengfass vorhin in sich selbst geklatscht hat. Ich habe damit jemanden getötet und selbst kaum Schaden bekommen, also mecker nicht. Ich würde doch nie meckern. Oh, ich habe außerdem gut gedrückt. Vor Lachen. Naja, Strafe muss sein. Alter. Wow. Hier, Benchmark. Das ist unser Shuttle, das wir haben sollen. Nehmen sollen. Oh, hier ist was viel Wichtigeres, nämlich Audio Message. Hey, Commander. Bist du da? Wenn es um die werden wir uns das anhören. Cryo-Kisten? Das sind Planeten Soldaten ein und lagern sie in unserem Fracht auf. Was soll das? Valerie, du schuldest mir was. Hast du vergessen? Hey, ich weiß auch nicht viel mehr als du. Diese Ausgrabungsteams schicken sie in dieses gottverlassene Loch und... Naja, wenn sie zurückkommen, dann... stimmt da was nicht. Verstau sie einfach irgendwie, okay? Mahat sitzt mir übel im Nacken. Okay, aber das wird nicht gut enden. Denke an meine Worte. So, ich habe während das gesagt wurde, meine Shotgun mit plus 3 Damage gemacht. Also, das Ding hat jetzt Bums, meine Damen und Herren. Okay, ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtgüter auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Huch, ach so, jetzt soll ich die Maus drehen. Kannst du mich? Hilfe! Alex! Muss mich retten! Du bist zu schnell. Hallo, ich komme hier nicht von der Konsole weg. Es wäre schön, wenn dabei. Du irgendwie hilfst. Ich muss auch gerade meine Waffe zusammenbasteln. Das. Ha! Hilfe! 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 Komm doch schon, Mann. Es geht nicht schneller. Was tust du? Ich mach irgendwas merkwürdig. Achso, ich spiele gerade Tetris und was machst du? Ich muss mal wieder den Arsch retten. Irgendwas, Hilfe! Siehst du, was ich da draußen mache? Nein, ich konzentriere mich gerade hier nicht zu retten. Wie muss ich das denn zusammensetzen? Hilfe! Ich kann doch nicht arbeiten! Alter, was geht denn hier ab? Hilfe! Kann ich irgendwie weg? Oh. Was machst du?
Ich dachte, ich komme mit dem Cave weg, aber ich komme hier nicht weg, solange ich hier... Ja. That worked. Nächstes Mal sagst du Bescheid, wenn du weitermachst. Ich mach jetzt die Schienen frei. Hat sogar Isaac gesagt. Aber hat er sich das jetzt gemerkt, wenigstens. Audiolog ab. So. Nächstes Mal strengst du dich mehr an. Alter. Ich spiel nächstes Mal besser Tetris. Ich... Circuits. So, da unten mache ich wieder Hard Damage rein. Ich habe diesmal einmal weniger Damage bekommen. Das ist natürlich unangenehm. Wieso habe ich einmal weniger Damage bekommen? Oh, kann ich da... Ich kann mir neue Circuits zusammenbauen. Oh, und das, dafür brauche ich nur das, dann mache ich das. Hey, du kannst ja auch neue Sachen zusammenbauen. Oh, jetzt kann ich mir nichts mehr zusammenbauen. Tesla-Kern. Schweiß mit Starkstrom? Was soll ich damit? Das ist ein Plasma-Cutter, hast du eh schon dran. So, ich habe meine Shots einfach mal schnell aufgewertet, weil ich will die Leute nicht zu lange hier drin halten. Zack, zack, zack. Ja, ich bin auch fertig. Gleich. Ich muss gerade meine Waffe noch zusammenbauen. Achso, war ja schon abgespielt. So, ich muss jetzt versuchen, diese Boxen richtig zusammen zu stacken. Und währenddessen wäre es nett, wenn... da hinten ist noch was. Das nehme ich erstmal mit. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Compact Direct Ejection Field. Oh Gott, ist es die Shots aus dem ersten Teil? So, bist du bereit? Ja. Okay. Go, go, Power Rangers! So, wie muss ich das zusammen stacken? Nein. Kann ich noch irgendeine Taste drücken? Okay, ich nehme jetzt Zeit, das Ding zusammen zu stecken. Da steht Don't Stack drauf. Da steht Don't Stack drauf. Mann! Was ist denn das? Ich glaube, wir sterben. Ich sterbe. Nein, ich meine, ich weiß nicht, was man hier machen muss. Ich kann es drehen in verschiedene Richtungen. Jetzt! Ich hab's! Wuhu! Noch mehr! Was ist denn das? Ja, ich hab's geschafft! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich hab's frei! Nein! Noch mehr! Ich bin hier raus! So, jetzt musst du irgendwas machen. Wenn du es kannst. Ich bin tot. Ja, ich muss hier eins nach dem anderen. Ich habe noch drei Dinger vor mir. Ja, ich blockiere gerade. Ich kann grade. Hier nicht raus. Ja, ich komme nicht... Man kommt hier nicht raus aus diesem Menüteil. Ich blockiere ihn. Jetzt ist er bei dir. Jetzt musst du es schaffen. Ja, ist gar kein Druck. No pressure. Wie soll man das denn schaffen? Weißt du, wie viele da ankommen, ey? Das ist abnormal. Meine Waffe ist weißt nicht du, wirklich... wie schwierig das ist, das richtig zu ordnen? Und man kommt halt auch nicht raus zwischendurch, um mal ein bisschen zu helfen. Toll, jetzt wieder upgraden, ne? Also der Save Point ist denkbar ungünstig gesetzt. Möchte ich immer kurz. Ja, egal. Nicht lang schnacken. Damage. Also wenn ich oberes Tool ausrüste, ist dann die Waffe oben und unteres ist dann die Spezialfähigkeit, ne? Ja. Habe ich doch richtig verstanden. Gut. Ja. Plus Damage, plus Clip. Ich bitte doch drum. Und oben mache ich ein bisschen Rate of Fire neu. Okay. Bin wieder fertig. So. Achso, ich muss noch weiter raus. Ich dachte, ich bin schon ganz draußen. Ich war noch nicht ganz draußen. So, ich weiß jetzt, wie das Ding geht, also diesmal bin ich besser. Ja, ich hoffe es. Ja, man musste gedrückt halten. Ich dachte, wenn es rot leuchtet, ist schon verkackt, aber man muss durchmuschen. Also, jetzt brauche ich nur halb so lang wie gerade eben und dann kriegst du es hin. Du weißt jetzt ja, wo die herkommen. Ich wusste auch vorher, wo die herkommen, aber ich kann nicht in drei Richtungen die ganze Zeit durchschießen. Okay, guck mal, da unten sind so und so viele. 1, 2, 3, 4 Dinger muss ich aneinander stacken. Bist du soweit? Ja, ich warte. Also, okay. Go, go, Power Rangers!
Was zum Henker? Wie ist das richtig? Ja. Yes! Der erste von vier weg. Ah! Heiliges Bruder. Ja, well. Ich komme hier halt nicht raus, ne? Ich werde gerade geköpft. Das ist Hardcore, meine Damen und Herren. Und wir... Gott. Guckt überhaupt noch wer zu? Wollen wir das rausschneiden? Boah, ohne Witz. Es ist halt... Man steckt die aufeinander, okay, das kriege ich hin, aber ich komme halt nicht mehr aus diesem Menü raus dann, ne? Ja. Also, hast du verkackt gerade zwischendurch oder nicht? Nein. Ich habe durchgemoscht. Wie ein. Das Problem ist, ich schieße die ganze Zeit durchgehend mit meiner fetten Wumme, ja? Aber sie muss jetzt mal aufladen und derzeit. Nimm halt die Schotze her. Ja. Ja. Die macht kein Damage. Hallo, ich mache die ganze Zeit plus Damage plus Clip. Kann ich mir herstellen nämlich. Und dann mache ich oben noch schnell Fire Rate rein. Und dann habe ich. Die extrem. Das Damage, die Damage-Anzeige ist voll bei meinem Ding. Ich glaube, das krieg ich gar nicht mehr höher. Was kann ich da unten noch anmachen? Ein Plasma-Core und ein Telemetrie-Spike. Aber ich mag die Shotgun sehr, die lasse ich dran. Habe ich ein Attachment frei? Man kann sich da jetzt noch ein neues Attachment dran machen und ich nehme das. Dann habe ich die Waffe noch besser und da habe ich ein. Was mache ich daran? Nee, das behalte ich. Den Frame lasse ich. Denn ist schlecht. Okay, Ü-Hops. Mal wieder. Nicht, dass es was Tolles ist. So, du nimmst jetzt die Schotze her, weil da. Oder ich weiß nicht, was. Du kannst auch einen Cutter hernehmen. Oder ich du weiß, hast doch hier wie alle ich was das mache, aber ich kann nicht. Es kommen von beiden Seiten richtig viele. Also, du weißt nicht, das ist farbartig. Ich war. Gibt es hier einen Trick, den wir die ganze Zeit verkacken? Weiß es nicht. Weil es kann ja nicht sein, dass wir jetzt schon... Unten ist doch irgendein Bauplause. Vielleicht ist es so eine... Guck mal hier, ich weiß, wie es geht. Hier ist eine Stasis Recharge. Du musst die so lange slowen, wie es geht und dann die Stasis Recharge. Siehst du die hier? Ja, ich sehe es. Dann schnappst du dir die. Ich weiß ja nicht, wo die herkommen, weil ich habe nie drauf geachtet. Die kommen von oben, von der Seite, von der anderen Seite. Guck mal, hier ist so ein Fenster, sage ich mal. Da ist so ein Fenster, da kommen die raus, dann kommen von oben beiden Seiten welche runter und dann von unten auch noch welche. Das ist feuerbar. Ja, aber hier bei Helf kannst du mir nicht, weil hier ist nur, ja, okay. So, du siehst, da unten, bist du bereit? Oh Gott. Ich weiß schon genau, wo die alle herkommen, aber ja, mach ihn. Okay, go, go, Power Rangers! So. Du so. Du so. Du so. Du zusammen. Du nicht zusammen. Okay, ich verkack's jetzt schon. Kein Druck. Kein Druck. Das erste ist das Schwierigste. Ja, also. Du kannst auch. Kannst du kiten? Also. Jetzt muss ich einmal komplett rumdrehen. Or not. Ich hab zweites auch weg. Noch. Läuft's? So, das kann ich noch gar nicht verstehen. Bitte. Das war's einfach. Ich sag einfach. Oh, fuck it! Irgendwie kommen jetzt keine mehr. Du musstest es ja beschreien. Es geht perfekt aneinander, aber es klebt nicht aneinander. Summer! Wir gucken uns gerade nicht an. Ja! Noch zwei! Noch zwei! Wieso ist da kein Quick Point? Safe Point! Nein, ich sterbe! Ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. Also, du kannst mir jetzt wieder zählen. Ja! Passt! Morschen! Du musst morschen, Alex! Sehr gut! Ich glaub, Arsch, Alter, Junge! Du schaffst das! Ja! Das vorletzte ist weg! Noch eins! Nur noch eins! Nein, keine Chance, Alter. Was? Nein. Du bist zu langsam. Alter, das ist abnormal, was da an.
Ich glaube, wir sterben uns da gerade 10 Minuten durch. Wie lange geht die Folge eigentlich schon? Die Folge geht jetzt insgesamt schon 20 Minuten. Ja, dann hören wir jetzt auf, ich brauche eine Pause. Achso, ihr habt's gehört, Alter. Frank braucht eine Pause. Eine Welcome Mutter. Zum Let's Fail. Frankie und Ishimura. Ich hoffe, ich schalte trotzdem beim nächsten Mal wieder ein, denn da schaffen wir es ganz bestimmt. Bis dann. Macht's gut, Leute.